Ich hoffe, die Medien frame das. Sind denn heute wieder zum Reichstag? Ich bin Reporter, ich gehe dahin, wo was passiert. Wenn da was passiert, gehe ich dahin. So wie Sie wahrscheinlich auch, oder nicht? Das ist eine dumme Frage. So, hier ist der hellmütige Polizist. Hallo, Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen kürzlich. Nee, hab ich nicht. Warum nicht? Aber ich es nicht gekriegt habe. Er hat es doch nicht bekommen. Aber es wurde doch verliehen. Nee, rotet nicht. War das nur ein Spaß? Mal sehen, was noch passiert. Na gut, aber man hat auf jeden Fall die fähigsten Leute hier eingesetzt halt. Ne? Einer gegen 1000, drei gegen 1000, so war es ja damals. Ja. Finde ich gut. Heute kann es eben wieder hochhergehen, obwohl 1000 sind noch nicht da. Aber die, also für den Reichstagssturm würde es reichen. Ja, aber dann wird der Kollege sicherlich auch wieder da eingesetzt werden. Ne? Da kommen wir wieder nicht rein. Das heißt wir, also die. Ne? Gut, also viel Erfolg heute. Wie ist das für Sie, immer dumme Fragen zu stellen? So, wie ist das für Sie? Dumme Fragen zu stellen? Ja, dumme Fragen zu stellen. Was war denn eine dumme Frage? Wann habe ich den Holocaust geleugnet? Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ganz genau. Warum sagen Sie, ich sei Holocaust-Leugner? Das war ja immer eine Frage. Nein, Sie haben gefragt, wie es ist, mit dem Holocaust-Leugner zu sprechen. Wann habe ich den Holocaust geleugnet? Sie sind doch verurteilt. Was reden Sie eigentlich für dummes Zeug? Wann bin ich verurteilt? Rechtskräftig? Sind Sie auf der Höhe überhaupt? Geistig, meine ich? Sind Sie geistig auf der Höhe? Bitte ein bisschen Abstand, Sie haben keine Maske auf. Naja.